Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop im Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Oktober Geburtstag feiert. Wie steht es um euer Selbstwertgefühl und um eure persönlichen Wertvorstellungen für eure Beziehungen und für die Liebe? Das fragt euch Liebesgöttin Venus im Oktober. Wenn ihr deshalb Beratungsbedarf habt oder wenn ihr euch ein Geburtstagshoroskop gönnen wollt mit der persönlichen Jahresvorschau, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Und weil es so ein spannender, liebesverrückter Monat wird, verlose ich diesmal eine Beratung, denn da gibt es bestimmt viel Bedarf. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt und was ihr dafür machen müsst, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Bevor wir loslegen, hier noch der Hinweis, dass ihr weitere Informationen zu euren langfristigen Tendenzen jederzeit im Jahreshoroskop 2018 abrufen könnt. Entweder im Video oder im Buch zum Nachlesen. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die spezielle Aspekte empfangen. Für euch ist das vor allem die Spannung zu Saturn und Pluto, die noch die nächsten Jahre einen starken Einfluss auf euch ausüben werden. Jetzt im Oktober ist aber eure Herrscherin die Venus, die absolute Hauptfigur. Sie steht im Skorpion in eurem zweiten Haus des Geldes und der persönlichen Werte. Und dort wird sie am 5. Oktoberabend rückläufig, und zwar bis zum 16. November. Anschließend wird sie den Dezember über ein zweites Mal durch euer Geldhaus laufen. Und insgesamt ist das ein sehr positiver Einfluss. Doch die Rückläufigkeitsphase hat natürlich so ihre Tücken. Rückläufig bedeutet immer, dass Themen, die eigentlich schon abgeschlossen waren, wieder auf den Tisch kommen. Und in eurem Fall kann es dabei um Wertefragen und vielleicht auch ganz konkret ums Geld gehen. Abmachungen, die schon getroffen wurden, werden vielleicht wieder in Frage gestellt oder Geschäftspartner ändern ihre Meinung oder Gelder, die euch zustehen, werden nicht ausgezahlt. Und das müsst ihr dann korrigieren, da müsst ihr dann darauf bestehen, dass das in Ordnung gebracht wird und eben eventuell auf bestehende Verträge hinweisen. Seelisch kann diese Konstellation bedeuten, dass ihr euch vielleicht selbst in Frage stellt und dass euer Selbstwert durch innere oder äußere Ereignisse angekratzt werden kann. Und schon ein Jahr steht der Glücksplanet Jupiter in eurem Geldhaus und viele Waagen hatten also im letzten Jahr auch eine sehr gute finanzielle Phase. Und da kann jetzt die rückläufige Venus Unsicherheiten anzeigen und vielleicht sogar einen Verlust. Also schaut drauf, ne, dass ihr jetzt auf euer Geld aufpasst und dass ihr vielleicht im Oktober möglichst keine Kredite aufnehmt und auch sonst, wenn es geht, eure Kauflust etwas zügelt. Im Dezember ist dann jedenfalls wieder Geld da. Der Neumond fällt auf den 9. Oktober und in euer eigenes Zeichen. Und das ist der wichtigste Neumond im ganzen Jahr für euch. Jetzt könnt ihr Pläne machen für die nächsten 4 Wochen oder für das ganze Jahr. Leider steht jetzt dieser Neumond in Spannung zu Pluto und gleichzeitig die Venus in Spannung zu Lilith und Mars. Und deswegen können möglicherweise alte, ungelöste Probleme in euer Bewusstsein drängen. Möglich auch, dass Menschen aus eurer Vergangenheit auftauchen, die schon mal wichtig waren oder mit denen ihr schon mal eine Beziehung hattet. Wenn das schön war und gut war, dann ist das natürlich eine angenehme Begegnung. Es kann aber auch sein, dass man dann wieder spürt, was damals eigentlich schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall solltet ihr diesen Neumond, auch eben gerade wenn ihr dann in dieser Zeit Geburtstag habt, als Gelegenheit nutzen, innerlich und äußerlich aufzuräumen und Dinge hinter euch zu lassen, die sich einfach erledigt haben. Und dass die Vergangenheit sich nochmal meldet, eben jetzt durch die rückläufige Venus und auch oft in der Liebe, das ist eben auch eine Chance, sich die Dinge nochmal anzuschauen und dann gegebenenfalls auch endgültig zu verabschieden. Und dann ist man frei für Neues. Wenn ihr Single seid, kann dieser Neumond den Beginn einer spannenden Liebesaffäre anzeigen und die würde euch sehr inspirieren. Aber die Venus im heiklen Aspekt zu Lilith Mars, das heißt, dass es sich vielleicht um jemanden handelt, der nicht so recht zu euch passt oder ganz andere Wertvorstellungen im Leben hat als ihr. Und wenn ihr das einfach so genießen könnt, ist es natürlich super, aber wenn ihr merkt, dass es euch an die Substanz geht, seid erstmal vorsichtig. Denn denkt dran, die Venus wird wieder direktläufig und November und Dezember bringen dann eine Wendung und dann seht ihr klarer und wisst besser, was ihr wollt.
Wenn ihr gebunden seid oder Familie habt, zeigen Saturn und Pluto weiterhin viele Herausforderungen und Pflichten rund um eure Wohnsituation an. Und gleichzeitig wünscht ihr euch Zeit für euch selbst, denn ihr spürt große kreative Kräfte, um an eurem Herzensprojekt weiterzuarbeiten. Da kann es dann rund um den Neumond zu Konflikten kommen. Aber ihr habt ja Geburtstag oder wenn ihr eben jetzt in diesem Monat Geburtstag habt, dann besteht eben drauf, dass man euch schon allein deswegen mal ein bisschen Zeit für euch schenkt oder eben auch, dass eure Lieben euch mal verwöhnen und was für euch tun. Insgesamt halten diese teilweise sehr kreativen, aber eben auch ein bisschen stressigen Aspekte noch bis Ende Oktober an. Aber am 12. und 13. gibt es Gelegenheiten, Kompromisse zu finden. Und das ist dann auch ein Wochenende, wo ihr ganz gut euren Geburtstag feiern könntet. Da steht der Mond im Schützen, das ist super zum Partyfeiern. Und am 19. und 20. ist auch nochmal ein gutes Wochenende. Da herrscht besondere Gesprächsbereitschaft und das Mitgefühl ist gesteigert. Am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht dieses Jahr die Sonne in den Skorpion und damit ebenfalls in euer zweites Haus der Werte, was dann nochmal für die kommenden 4 Wochen aktiviert wird. Das ist eigentlich immer gut fürs Geld, dann kommt was rein und dann habt ihr auch ein gutes Händchen wieder zum Kaufen. Aber wie gesagt, solange die Venus noch rückläufig ist, solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein. Und vor allen Dingen gleich darauf zu Vollmond, da haben wir dann nämlich eine starke Spannung hier. Der Vollmond, da ist der Uranus eingebunden, Sonne, Mond und hier die rückläufige Venus. Und da kann es dann nochmal zum Bruch von Übereinkünften kommen. Und die Menschen scheinen irgendwie unberechenbar zu sein und Abmachungen werden nicht eingehalten. Auch ihr selbst könntet eure Meinung in einer geschäftlichen oder auch persönlichen Angelegenheit nochmal ändern. Das sind dann nochmal angespannte Tage, die gehen so bis Ende des Monats. Wobei der Mond in den Zwillingen am Wochenende 27., 28. auch nochmal für Ausgleich sorgt. Wenn ihr also Entscheidungen treffen müsst, solltet ihr auf Zeit spielen und möglichst warten bis Mitte November, wenn die Venus wieder direktläufig wird. Am 31. Oktober ist ja dann Halloween und dann ändert sich die Energie und man spürt schon, dass sich neue Lösungen abzeichnen. Der Merkur geht dann in den Schützen, die Venus läuft zurück in die Waage und der Mond steht im Partyzeichen Löwe und alle bilden günstige Aspekte zur Waagesonne. Es sieht nach Feierstimmung aus und weil der Mond in eurem Freundschaftshaus steht, solltet ihr auf jeden Fall mit guten Freunden zu Halloween etwas unternehmen, wenn ihr nicht sowieso mit Einladungen überschüttet werdet. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.